Wenige Zentimeter reichten dem Australier Caleb Ewan am Ende, um die 11. Etappe der Tour de France zu gewinnen. Sie startete in Albi und endete nach 167 Kilometern in Toulouse. Für den 25 Jahre alten Ewan ist es der erste Tagessieg bei einer Tour de France. Zu verdanken hat der junge Australier seinen Erfolg im Schlusssprint auch seinem deutschen Teamkollegen Roger Kluge, der als Anfahrer lange Zeit das Tempo vorgab. Zweiter wurde bei der 11. Etappe der Niederländer Dylan Groenewegen und Dritter der Italiener Elia Viviani. Der Franzose Julien Alaphilippe fährt auch nach dieser Etappe weiter im gelben Trikot. Bester Deutscher bleibt der Ravensburger Emanuel Buchmann auf Platz 5 in der Gesamtwertung. Am Donnerstag geht es für die Radprofis erstmals bei der diesjährigen Tour ins Hochgebirge der Pyrenäen.